Otto, es ist noch eine kleine Anfrage im Internet eingestellt worden. Ja. Kannst du dir die eben nochmal angucken, bitte? Wir haben gleich Fraktion, ne? Ja. Hm. Ja, in einer halben Stunde. Wie habt ihr das früher gelöst, so kurzfristig? Früher? Hm. Früher müssen wir eigentlich mal jemanden fragen, der früher als ich schon dabei war. Ja, also wenn die Frage war, wie war das früher, spreche ich also mit dem längst gedienten Abgeordneten der FDP, Hermann Otto Solms. Solms, Sie haben den Bundestag nicht als Abgeordneter zuerst besucht, sondern noch viel schlimmer, irgendwann noch vor vielen Jahren vorher. Ja, ich war einmal persönlicher Referent von Liselotte Funke, die damals Vizepräsidentin des Bundestages war. Sie sind dann in privaten Beruf gegangen und dann Abgeordneter geworden, das erste Mal? 80. 1980. Hatte man da schon Computer? Gab es da sowas schon? Nein, da gab es im Bundestag keine Computer. Aber in meiner Firma hatten wir von Schreibmaschine schon total auf PCs umgestellt. Und nach einer Woche wollten die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auf den Computer auch nicht mehr verzichten. Wenn man also sieht, dass so technische Veränderungen kommen, über die ganzen Jahre, die Veränderungen in der Fraktion, hat die Technik die Arbeitsabläufe, den Parlamentarismus stark verändert oder kann sie ihn nicht verändern? Doch, es hat ihn stark verändert, insbesondere die Zusammenarbeit in der Fraktion, weil man sehr viel koordinierter arbeiten kann, weil man ja sofort zeitgleich alle informieren kann und alle auch bitten kann, an einem bestimmten Thema mitzuwirken und auch in einer bestimmten Richtung. Früher, sagt man oft, war das auch immer so eine Club-Atmosphäre. Man traf sich irgendwo und redete dann über die Sachen. Das ist weg. Das ist zu kurz. Das kommt heute zu kurz. Das gehört zum Leben eines Parlamentariers dazu. Das, die persönliche Begegnung und das Gefühl der Zusammengehörigkeit. Nur die in der eigenen Fraktion oder auch mit anderen? Nein, das kann auch mit Mitgliedern der anderen Fraktionen sein. Insbesondere natürlich mit denen man laufend zu tun hat, in den Fachausschüssen beispielsweise. Nun gab es ja zu der Zeit noch nicht so viel Mobilfunk. Das heißt, man konnte auch nicht schnell mal eben per SMS die wesentlichen Leute informieren, was läuft. Wie hat man das früher gemacht? Was war daran besser? Was ist vielleicht heute besser? Heute ist das einfacher, sage ich mal so. Mhm. Andererseits haben die Verzögerungen, die damals üblich waren, auch dazu geführt, dass man mehr Zeit zum Nachdenken hatte. Heute muss man sofort agieren und dabei passieren natürlich auch leichter Fehler. Heißt das aber auch dann, ja gut, Fehler macht der Mensch ja irgendwo immer. So, aber Fehlerkorrektur, wenn ich schnell reagiere, kann ich auch schnell Fehler korrigieren oder hat sich da, ist das Zugeben von Fehlern heute schwieriger für Politiker geworden? Naja, es ist halt so, wenn der Fehler oder die Aussage, die man getroffen hat, die Richtungs Bestimmung schon in der ganzen Fraktion bekannt ist, ist es natürlich schwerer, davon wieder runterzukommen, weil ja die Fraktionsmitglieder möglicherweise damit schon öffentlich kommuniziert haben. Nach dem Motto, wenn man sich schon einmal aus dem Fenster gelehnt hat, ist es schwer. Ja. Jetzt gab es die Zeit des Fraktionsvorsitzenden. Übrigens, dieser Fraktionsvorsitzende hat mal diesen Referenten 1996, also vor 25 Jahren, eingestellt. Einer meiner großen Fehler. Zum Abschluss noch eine Frage. Äußerlichkeiten. Hätte es Hermann Otto Solms am Dienstag einer Sitzungswoche ohne Krawatte in den 80ern gegeben? In den 80ern vielleicht. Damals war es aber noch üblich, Krawatte zu tragen. Aber ich finde, heute ist es schon üblich, häufig keine Krawatte zu tragen. Trotzdem ist es finde ich, wenn man im Plenum auftritt, eine Sache des Respekts vor dem Hause, dass man entsprechend gekleidet auftritt. Okay, doch noch eine allerletzte. Wann hat es mehr Spaß gemacht? In den 80ern, 90ern, 2000ern, 2010ern oder 2020ern? Spaß ist das falsche Wort. Wann war das erregender, aufregender, begeisternder? Das war natürlich in der Phase der deutschen Einheit. Weil wir ja sozusagen ohne eine Blaupause zu haben die deutsche Einheit verwirklichen mussten und nirgends nachlesen konnten, wie das geht. Sondern wir mussten das wirklich Versuch und Irrtum durchführen. Und wenn man darauf zurückschaut, dann ist das wirklich gut gelungen. Ich danke. Danke.
Aber sagen Sie mal, Solms, ich habe ja noch mal geguckt, so, ob Sie sich verändern. Ich habe ja mal was mitgebracht. So. Also gucken Sie mal hier. Ja. Verändert haben Sie sich nicht wirklich, finde ich. Naja, ich bin doch grau geworden. Ja, ja, gut, grau, aber wirklich verändert. Also. Aber da muss ich mal bei Ihnen gucken. Oh, die hätte ich aber nicht erkannt. Naja, vielleicht sollte ich doch einen Schnurrbart tragen.